könnte jetzt das längste Level von allen sein. Achso, das ist ja schon Raum 1. Ja, wir müssen die Gegner besiegen, jeweils. So, die Musik ist aus der Pit of 100 Trials Musik aus Super Paper Mario. Boah, ich weiß noch, wie viele Stunden ich daran gesteckt habe. Weil da musste man das damals machen bei Super Paper Mario. Und dann musste man... Das gab es irgendwie viermal oder so, dass man das machen musste. Da haben wir es einmal gemacht. Das gab es irgendwie in zwei verschiedenen Städten. Und dann wurde teilweise gesagt, ja, du hast es geschafft, komm jetzt und mach das gleiche nochmal. Und da denkt man sich auch noch so, Alter. Okay, auf jeden Fall hilfreich, dass wir Items haben. Ich weiß nicht, ob nach 10 Räumen immer eine Verschnaufpause kommt oder so. Das kann ja auch sein. So, die können wir in zwei verschiedenen Winkel auch schmeißen. Kann Luigi auch, nur bei Luigi ist das anders. Aber sehr coole Level-Idee. Okay. Zum Glück. Ich habe jetzt so selbstverständlich die mit Eis zugehauen und bin dagegen gelaufen. Weil ich auch stark davon ausging, dass ich die damit besiegen kann. Das hätte auch anders ausgehen können. Ah, geh weg. Ja, okay. Die Stacheln da oben stören ein bisschen. Da ist die Röhre. So, Raum Nummer 6. Naja, man hat nur abgezählt Pflanzen hier. Das heißt, ich glaube, wenn ich die alle verschwenden würde, natürlich mit der Prämisse, ich habe keine Power-Ups, dann könnte es sein, dass ich dann nicht weiterkommen würde. Außer die können nochmal spawnen oder so neu. So, das war ein riskanter Move. Das hätte nicht mal sein müssen. Ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Ging auch gut aus. Aber das war gefährlich. Weil Power-Ups oder nicht und Lebensbalken, wenn man einmal runterfällt, ist natürlich blöd. Oh, ich dachte, ich war mir so sicher, ich würde den treffen damit. Ah, gut, dass er einfach runterfällt. Muss ich nicht mehr dahin. Ja, ist das miese so. Man muss nur einen kleinen Fehler machen, was jetzt mit runterfallen und so ist. Und dann hat man diese Challenge schon nicht bestanden. Wir gehen auf Nummer sicher und warten hier nochmal. So. Raum 10. Oh, wir können hier Items kaufen. Das ist sehr cool. Was kann das? Erhöht das unseren Lebensbalken? Ey, Mario, ich nicht erwarte mich hier zu sehen, oder? Ich verkaufe hier Power-Ups. Ich weiß, dass du gutes Geld dafür zahlen wirst. Okay. Ich nehme mal das. Okay, es erhöht unseren Lebensdings wirklich auf 6. Ist ein Stern. Aber den wollen wir ja nicht. Wir wollen ja weiter. Die Warp-Pipe bringt dich zurück an die Oberfläche. Warte. Die Warp-Pipe bringt dich weiter runter. Ja, doch, das will ich ja. Ach, warte, das obere. Achso, die nach oben geht, die bringt mich zurück zum Anfang. Die runter, die bringt mich weiter. Ja, okay, ich habe verstanden. Ne, wir wollen ja weiter. Wir wollen ja 35 von 100 schaffen. Okay. Ich glaube, bestimmt interessanter zu Speedrun. Was ist der Gegner? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Einfach alles wegfreezen. Hm, wie kann ich die mit Eisboom töten? Das wäre sehr cool. Leider nicht. Okay. Oh, ein bisschen gefährlich. Ach, Moment. Ach, ich muss sie gar nicht töten. Ich muss hier einfach nur weiter diesmal. Ausnahmsweise. Oh, der ist ein bisschen gefährlich. Das. Ach, da oben sind auch Sniffles. Und da unten auch. Die hab ich ja. Ich hab gedacht, das wären alles Shy Guys. Okay. Okay, mal über zwei Gegner halt. Oh, okay. Falsch gedacht. Ich dachte, die Röhre würde in der Mitte spawnen. Cool. Das ist auch nochmal so ein Verschnaufsraum. Kommt einfach. Sehr nett. Okay. Gefährlich. Ich warte einfach, bis das Ende gespinnt hat.
Wow. Okay, ihr Drecksäcke. Ich wollte euch den unteren erwischen manchmal. So. Boom. Alles weggesniped. Na, noch nicht alles. Schon echt cool, das Item. Das mit dem Hochschießen, das ist sehr... Ah, nein! Das war's mit dem Hochschießen. Das war's mit dem Hochschießen. Okay, wir können mit der Vollbombe hier ohnehin noch nichts anfangen, deswegen... Oh, fuck! Nein! Spring! Ah! Ich lebe noch! Ey, das ist ein gemeiner Boden. Ich erkläre euch auch jetzt, warum. Weil normalerweise ist der Boden... Also sind diese Dinger so programmiert, dass wenn man so eine Sekunde so draufsteht, dass die dann runterfallen. Die hier sind anders programmiert. Die fallen runter, egal wie lange man draufsteht. Und das wusste ich nicht. Die fallen so runter, wenn man draufsteht. Egal, auch wenn man oft springt und nicht konsequent drauf ist. Das... Nur darum ging es jetzt fast nach hinten los. Und ich habe es echt noch irgendwie gerettet bekommen. So, ich will natürlich auch die Vollblume nehmen, die ich habe, ne? Also denkt jetzt nicht, dass ich da kein Interesse dran habe, aber... Uah, okay. Aber ich habe hier irgendwie gar keine Gelegenheit so richtig dazu. Also jetzt hätte ich eine Gelegenheit gehabt, aber... Na, scheiß drauf. Noch ein paar Schnaufraum. Leben habe ich ja schon voll. Ich habe nur echt Angst, runterzufallen. Das ist das Ding. So, jetzt nehmen wir die mal. Ich weiß nicht, ob das immer als der gleiche Stern zählt. Wenn man die jetzt alle sammeln würde, wenn ich jetzt praktisch in Raum 10 den nehme, dann nochmal das Level mache in Raum 20. So, das sind die Stachis aus Mario Bros. Arcade Game, praktisch. Die halt böse und schneller sind. So, ist auf jeden Fall nett, zumindest noch die Vollblume zu haben. Yeah. Oh, wir müssen buddeln. Oh, genau davor hatte ich Angst. Bitteschön. Ah, ich habe ein paar Münzen gesammelt, indem ich... Kann er nicht. Ach, der nimmt gar keinen Schaden. Oh Gott, und das muss ich jetzt auf die Art und Weise rausfinden. Okay, warte mal, den legen wir mal... Nein, nicht dahin. Es soll nach unten. Runter. Nein. Der weigert sich. Okay, dann. Da habe ich ein Problem. Erstmal habe ich jetzt ohnehin keine Vollblume mehr. Oh, das könnte jetzt echt der unangenehmste Raum von allen sein. Okay, jetzt sind wir schon mal den los. Weil wir können die ja nur töten, indem wir die an andere Gegner dran schlagen. So, und da die sich auch komplett stur stellen... Okay, jetzt bin ich hier. Ach, ich kann auch gehen, oder was? Ach, ich kann auch einfach gehen. Ich muss gar nicht alle töten hier. Das wusste ich nicht. Und hier gilt wohl das Gleiche. Ich kann auch einfach gehen. Aber Lava, ne? Ach nee, warte mal. Oh, ich muss mir einen Weg hier hinbauen. Das ist scheiße gefährlich, Mann. So, weil es einfach an Bedeutung verliert, dass man... Dass man 6 Lebensdinger da oben hat. Das ist scheißegal, wenn ich in die Lava falle oder in ein Loch oder sonst wohin. Nee, Moment. Nicht so. Dahin bitte, Moment. Okay, sei es drum. Na, warum? Okay. Okay, das ist jetzt echt ungünstig. So, das sollte doch reichen. Ja. Resnors? Okay. Warte mal, die nehmen ja... Ach, man muss da öfter gegen schlagen. Aua. Fuck. Okay. Habe ich nicht kommen sehen. Scheiße, mein Ding ist weg. Mein... Ja, jetzt wird, wenn ein Pilz jetzt kommt... Ja, der füllt mich komplett auf. Der bringt mir jetzt überhaupt nichts mehr, weil meine Kapazität komplett weg ist. Oh, fuck. Wie Bombe? Was soll ich mit einer Bombe? Oh, gesniped. Du Drecksack. Hilfe! Nein, ich wollte keinen... Boah, jetzt bin ich am Arsch. So, jetzt geht gerade richtig alles bergab. Boah, Gott. Nein, keine Bombe, bitte. Aber ich muss. Boah, ist das gefährlich. Ich wollte keinen Stampfattacken. Oh, noch ein Raum. So, scheiße, nur Geld diesmal. Ein Itemraum wäre natürlich auch sehr nett. Ich habe Angst.
Wir machen... Boah, ich muss jetzt sau vorsichtig sein, weil ich einfach... Ich wollte nicht da hoch. Ich wollte auf keinen Fall da hoch. Ist jetzt alles umsonst gewesen. Was? Ich spawne wieder hier. Wie cool ist das denn? Okay, ganz ehrlich, wäre es ein echter Room of 100 Trials, dürfte das eigentlich nicht passieren. Eigentlich muss man knallhart bestraft werden und boom, du hast verloren, Pech gehabt. 100 Räume oder in dem Raum, 22 in dem Fall, für nix. Aber da das jetzt hier für ein Let's Play ist und für Vorführeffekte, ist das ideal, dass ich das sogar machen darf. Das wusste ich ja gar nicht. Aber hätte ich auch gar nicht ahnen können. Also Glück für mich auf jeden Fall. Ja. Okay, das entspannt. Ich meine, ich habe zwar immer noch nur 5 Leben, sag ich mal. Auch die sind dann irgendwann weg und dann ist wirklich Ende. Das ist doch ein Giftpilz. Okay. Das ist jetzt blöd. Okay. Ja, aber der macht Sachen, die ich gar nicht machen will teilweise. So Stampfattacken und so manchmal. So, ich würde sagen, ich kaufe alles davon. Die Leben kaufe ich auch. Wow, okay, jetzt kann ja gar nichts mehr schief gehen und noch eine extra Folge. So, kommen wir ohnehin nur auf 5 Räume. Laut der Anzeige jedenfalls. So, ich weiß nicht, ob ich auch alles töten muss oder ob ich nur gehen muss, aber ich glaube, ich muss auch alles getötet haben einmal. Das ist jetzt die Halloween-Abteilung. Und der Raum ist ja gar nicht dunkel auf einmal. Kann ich mit Feuer töten? Nee, oder? Wäre auch komisch gewesen. Okay, der Raum war auf jeden Fall einfacher als der vorherige. So, die muss ich ja nicht töten. Oh, oh! Ah! Okay, ganz ehrlich, fair von dem Spiel, dass das Ding da oben anfängt zu zittern. Dass man überhaupt weiß, was hier Sache ist. Schnell weg hier. Oh, warte mal. Wie bin ich? Egal. Dann nicht. Und dann warten wir halt die Runde. Ich wollte jetzt schnell in die Röhre rein, aber irgendwie... Man kann hier runter und... Oder? Wie habe ich das gemacht? Warte mal. Na, hier ist irgendwas falsch gesetzt oder so. Weil man kann durch den Boden durchfallen. Ja, die Geister müssen auch noch alle sterben. Kriege ich die Double Hit? Ja. Okay, aber fair vom Spiel... Wie gesagt, dass man angezeigt bekommt, ja, die Dinger fallen gleich hier runter, die Stacheln passt also gut auf. Das ist sehr sportlich. Was jetzt nicht so gut war, na toll. Jetzt. Was das? Ah, wir sind durch. Was nicht so gut war, ist, dass man durch den Boden gefallen ist. Leider war es alles, was ich von den Room oder Pit of 100 Trials fertig gemacht habe. Ich hoffe, das war genug für dich. Ja, na gut, wir haben unser Bestes gegeben. Und wir haben gewonnen. Der Big Star. Sehr cool. Oh Mann, man hätte so viel, so Schönes aus dem Spiel machen können, ne? Naja, das sage ich immer wieder. So, wir sind durch. Das Level wird mir zwar nicht als durchgespielt angezeigt. Ich glaube, ich könnte jetzt theoretisch noch die anderen Sterne hier sammeln, oder? Aber ich mache das nicht nochmal, das macht keinen Sinn. Wir haben jetzt 10 Sterne gesammelt. Ob ich jetzt... für Raum 30, 20 und 10 auch nochmal jeweils einen bekomme, weiß ich nicht, kann sein, aber dafür mache ich das jetzt nicht. Das Einzige, was ich jetzt nur machen will, ist, die Power-Ups zu nehmen, die ich jetzt noch nicht hatte. Das ist eine neue Superflower. Ach, die lässt nicht Metallbälle schießen, ja. Das ist der Laser-Mushroom, den hatten wir ja. Warte mal. Ja, genau, ich wollte sagen, gucken, was... Wir nehmen alles einmal. Wir haben die Items ja schon zwar gesehen in den vorherigen Parts, aber ich will trotzdem mal eigentlich nur gucken, was Mario sagt, wenn er den Volt Mushroom hat, weil er wird ja nicht Thunder sagen. Sagt er überhaupt was? Er sagt gar nichts. Mario sagt gar nichts, nur Luigi sagt Thunder. Okay, Deal. Wir spielen zumindest bis Level 10, nur um zu gucken, ob das funktioniert, ja? Also ob man dann noch einen Stern gut geschrieben bekommt. Sollte ja ohnehin schnell gehen, jetzt haben wir ein echt fettes Item hier. Boah, es macht schon Spaß, die Gegner alle back zu smashen damit. Also das und der Laser Mushroom sind schon echt coole Dinger, finde ich. Ich meine, gut, ich treffe nicht immer damit, aber der macht halt so eine fette Explosion und dann...
müssen wir jetzt gar nicht mal ganz hoch. Das reicht schon hier. Ich glaube, wo ist das Ding? Da, okay. Wow. Okay, den zu kriegen ist jetzt doof. Aber dann nehme ich einfach ein paar Pflanzen dafür. So, diesmal mache ich nicht diesen super Risikosprung hier. Boom. Boah, Junge. Das macht richtig Spaß, dieses Item zu haben. Wirklich. So. Aber guck mal, wir kommen ja sogar noch schneller durch als vorher mit der Eisblume. Ne, denk nicht mal dran. Wenn ich wirklich mich einmal ausrüsten müsste für so ein Room of 100 Trials, weil ich wüsste nicht, ob ich das Item oder den Lasermushroom lieber hätte. Naja, sammeln wir mal den. Ach, das geht dann weiter hier. Oh, das wusste ich ja nicht. Ich dachte, damit würde ich das Level verlassen. Das hat mir ja keiner gesagt. Okay, jetzt müssen wir auch durch. Sorry. Nö, nur aus Vollständigkeitshalber. Müssen wir. Wir müssen jetzt die anderen Sterne sammeln. Achso, den kann ich nicht töten. Mit Eisblume konnte ich ihn schon töten. Okay, es tut mir leid. Es bringt uns ja auch gar nichts, die Sterne zu haben. Wir haben einfach nur, um die zu haben. Aber ich will alle Sterne haben, wisst ihr? Da geht es mir irgendwie ums Prinzip. Deswegen machen wir das gleiche jetzt nochmal einfach. Auch wenn ich euch damit tot langweile. So, hier müssen wir nur hoch. Nur falls was schief gehen sollte, nehmen wir mal die Feuerblume für den Raum. Weil dann verliere ich die halt nur. Und das wäre dann... Ah ja, kein allzu großer Verlust. Wow. Und es ist passiert. Ist wirklich passiert. Boom, bevor der anfängt, die Feuer zu spucken, ist er schon weg. Die Geräusche, also diese Soundeffekte, wenn das Ding geschossen wird, sind aus Yoshi's Island. Auf. So, eigentlich reicht das ja. Oh, es war knapp. Wenn wir nur... Oh nein, ich habe den komplett übersehen. Scheiße, jetzt haben wir gar nichts mehr. Jetzt kommen wir nicht mehr in Super Speed. Geschwindigkeit durch. Wie kommt denn das wieder schief gehen? Ach, wir müssen auch gar nicht alle töten. Ja, okay. Ich bin Mister schlecht. Ich wollte sagen, eigentlich reicht das ja auch nur, wenn wir bis Raum 30 gehen. Oh Mann, Alter. Warum muss ich denn so kacke sein? Okay. Okay, eigentlich müssen wir ja nur einmal... Wow. Wow. Okay. Ich weiß nicht, wie ich mich beim ersten Mal retten konnte und dann es nochmal verkacken konnte. Dann. Nee, ist okay. Au, ich bin echt schlecht. Wir kriegen Game Over gleich. Wir schaffen das nicht, diesen Raum. Warum bin ich denn so schlecht? Okay, wir haben noch 8 Leben, alles noch... Ah, scheiße, ey. Weil, wenn man die Sparks berührt, dann fällt man einfach wie eine Kartoffel runter. Dann kann man sich nicht mehr retten. So, aber ich verstehe auch gar nicht, warum es auch immer so weit kommen muss. Ah, Mann! Warum bin ich denn so schlecht hier drin? Ich verstehe nicht, wieso ich immer schlecht hier drin bin. Nein, nein. Okay, das ist das Problem. So, man hat gar keine Bodenfläche. So, weg hier. Nie wieder. Diesen Raum. Fuck. Okay, der schießt sehr straight so rum. Okay, das wollte ich nicht, aber nicht weiter schlimm. Der nächste Stern. Mario Time.
So, komm, noch 10 Räume. Und dann können wir es auch sein lassen. Wir müssen nicht nochmal die letzten 5 machen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich ohne Items. Okay, das habe ich eigentlich kommen sehen. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich weiß nicht, ob noch bis Raum 30 noch einmal der Shopkeeper zurückkommt. Okay, die muss ich jetzt mal gucken, wie ich alle besiege. Ich kann den doch. Den letzten. Entweder gegen Lavaballen oder ich kann auch irgendwie Lava schmeißen, oder? Sie hat das ja auch. Ach, der Raum. Stimmt, aber. Immer dran denken, ich muss ja gar nicht alle drin besiegen. Hoppala, das wollte ich gar nicht mal. Okay. Tschüss. Echt nett, dass ich nicht instant alle Räume nochmal machen muss, ne, wenn ich einmal verkackt habe. Warte mal, habe ich ja gerade die Dinger double grabbed? Warte mal. Das sind 2. Das hört man auch am Soundeffekt, weil so ein Doppel-Soundeffekt bei rauskommt. Tja, okay. Ich habe die irgendwie so ganz komisch in der Mitte und habe ich beide gegrabbt. Ja, die. Das ist natürlich ein bisschen ein Bug, würde ich mal sagen. Ah, jetzt kommt das wieder. 2 übereinander legen ist kein Problem, aber dann fängt es an, doof zu werden. Okay, so ist es. Nehmen wir noch einen. Machen wir so. Nein, nicht so. So. Und den dann da drauf. Okay, das ist jetzt scheißegal. Kann ich den mitnehmen? Nee. Scheiße. Okay. Alles gut. Wir haben noch ganz viele Versuche. So ganze 5. Jetzt haben wir schon mal einen Flammenspucker weniger hier. 2, sehr hilfreich. Okay. Ach ja. Auffüllen. Bombe. Bitteschön. Ist auch eine. Nicht zu fassen, dass ich beim ersten Mal Durchgang hier bis hier noch gar nicht gestorben bin. Ne? Besonders in einem Raum, wo ich eben so richtig abgekackt bin. Aber vielleicht lag das auch daran, weil ich dachte, man darf auch wirklich nicht sterben. Vielleicht habe ich mir mehr Mühe gegeben. Ich kann es echt nicht mal genau beschreiben, woran es lag. So, du gehst erstmal schön in die Lava. Boah, gut, dass ich keinen Schaden genommen habe. Okay. Raum 30. Warte mal. War man nicht gerade bei Raum? Ich habe nicht genau auf die Raumnummer geguckt, aber wir waren doch jetzt nicht bei der 29. Sind da ein paar, werden da ein paar übersprungen und ich merke das die ganze Zeit, nicht? Waren wir nicht gerade erst bei der 24 oder sowas? Oh yeah, Mario time. Naja, wie auch immer. Wir haben es geschafft. Exit Area. Zwar wird mir immer auch angezeigt, wir haben nicht alles gesammelt, aber wir haben jetzt wie viele Sterne? Wir haben 13 Sterne. Keine Ahnung, ob man da auch mehr sammeln kann. Weiß ich echt nicht. Nein. Naja.